So, leider haben wir keinen Spielstand mehr, der uns zu dem Geschehen bringt, bevor wir es verkackt haben. Wir haben nur noch die Spielstände, wo wir schon entweder im Gefängnis sind oder wir fangen wieder bei den Assassinen im Lager an. Wo wir das Training quasi beenden würden, denn wieder herkommen. Das ist zu weit weg, das sehe ich nicht. So, was ich aber sehe ist, wir werden hier nach und nach alles ausdünnen. Und, wir gucken einfach, dass wir alle Wachen weghauen. Und gegebenenfalls denn so reinkommen. Na, vielleicht hast du recht. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier draußen waren ja auch einige, ne? Wir versuchen mal von hinten aufzuräumen. Oh, die Frage ist, ob ich da wirklich unerkannt reinkomme. Also ich brauche Gruppen von zwei. Ich muss ja irgendwie in diesen Knasthof kommen, ne? So. Irgendwie in diesen Knasthof. Vorne haben wir alles voller Wachen. Das Dach ist auch voller Wachen, ne? Lass deinen Blick schweifen. Wir haben... Ne, das sind Zivilisten. Hier haben wir drei. Einen in der Ecke. Den würde man sogar wegkriegen. Der da ist schon wieder schwieriger, weil hier alles offen ist, ne? Aber die nächsten sind da ganz hinten. Weiß nicht, vielleicht würden die das auch gar nicht mitkriegen. Und denn durch die Tür? Setzt voraus, dass die auch offen ist, ne? Also, dass wir da rein können. Oder hier oben übers Dach. Dass wir da hochklettern und hier wieder runterklettern. Müssen wir nur gucken, dass wir das nicht machen, wenn er hier seine Runde dreht. Er darf uns auf jeden Fall nicht sehen. Und... Ne, die sind ein Dach tiefer. Das ist kein Problem. Er dürfte uns eigentlich nicht sehen. Wo gehst du hin? Ja, okay. Auf den müssen wir aufpassen, dass der uns denn nicht erwischt. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach. Auf gutes Gelingen, ne? So, hier an dem Turm kommen wir auf jeden Fall hoch. Gehen wir noch ein tiefer. So ist gut. Oh, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Okay. So, er und er. Die beiden dürfen mich nicht sehen, damit ich da aufs Dach komme. Hier unten ist keiner, ne? Nee. Nicht, dass da noch einer hochguckt. Kann der mich noch sehen? Nee. Okay. Wir sind ein bisschen laut unterwegs. Okay, ich hätte ja gesneakt, ne? Aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich zu lange brauche. So. Wenn wir den mit einem Wurfmesser attackieren würden, den da drüben, dann würde der wahrscheinlich Alarm schlagen, ne? Dann wissen die alle, dass wir wieder da sind. Warten wir den einmal ab, wenn der wieder weggeht nach da hinten. Denn... Klettern wir hier erstmal runter. Gucken mal, wenn wir da reinkommen, dann können wir uns da verstecken, bis er das nächste Mal weggeht. Und dann schauen wir mal, dass wir in den Hof kommen. Würde ich sagen. Na los, was soll auf der Innenseite sein? Genau. Okay. Oh, hier ist auch... Hier ist eine Tür. Das wäre jetzt geil. Kann ich die aufmachen? Nee, ist nur ein Gitter. Hier ist doch eine Tür. Okay, aber durch die kommen wir nicht rein. Wir können ja einmal gucken hier, ob wir... Der sieht uns nicht. Ob wir hier vielleicht noch eine Tür haben.
So, kleine Aufwandsentschädigung. Hier können wir uns noch verstecken. Bloß nicht die Leiter aus Versehen hochgehen. Können wir die öffnen? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Gehen die alle nach außen auf, oder was? Haben wir hier vielleicht einen, wenn wir... Gut, wenn wir pfeifen, könnte auch einer von oben runterkommen, ne? Die sind alle über uns. Er kann uns gar nicht sehen hier vorne. Die wahrscheinlich schon. Aber das ist auch keine Tür zum Aufmachen, ne? Das ist auch wieder nur ein Gitter. Und da sind Regale vor, also das bringt uns gar nichts. Außer natürlich, die würden außen rumlaufen, wenn wir jetzt pfeifen und hier aufmachen, eine der beiden Seiten. Aber ich glaube, die würden wieder abdrehen. Da ist der Weg bestimmt zu lang. Können wir hier speichern? Schön. Können wir nicht. Oh, aber ich bin auch schon... Zumindest bin ich schon mal drinne. Okay. Wir haben einen da hinten sitzen. Wir haben den hier, der seine Runde geht. Oh, ich wollte gerade runterspringen. Und wir haben den Kollegen hier unter uns. Also der muss weg und der muss auch weggucken. Ja, wunderbar. Jetzt muss nur noch dieser komische Grobian da weg. Okay, das war jetzt nicht ganz so wie geplant. Wo ist er? Oh my goodness. Ah, er guckt nur den Gang runter. Aber er guckt jetzt hier rüber. Boah, das ist aber ein kleines Zeitfenster, wo wir da rein können. Okay, beide gehen weg. Jetzt guckt er sich den langen Gang an. Den Hof. Und er guckt von hier jetzt auf den Hof. Das heißt, eigentlich müsste ich runter in dem Moment, wo er quasi den Hof überquert. Ich müsste genau hinter ihm runtergehen, während er in einem Gang guckt. So, jetzt guckt er den Hof an. Er müsste gleich rübergehen. Und wenn er weg ist, müsste der auch gehen. Pass auf. So, auch der da. Ich hab's geschafft. Ich hab's fucking nochmal geschafft. So, wo ist er hier? Hey, wo ist er hin? Ich wollte den gerade wegmachen. Okay, ich geh mal hier. Wo muss ich denn lang? Ich muss irgendwie nach da... Oh, hier ist noch ein Tuch. Nach da hinten. Aber... ungern hier unten, wo gleich zwei stehen. Oh, ich sehe nichts. Okay, da ist eine Tür, da könnte der durchgucken. Gott, ein Dirham.
nur eine Kiste? Schon mal übers Alter nachgedacht? Wenn wir zu alt für sowas sind, meine Knie tun jetzt schon. Warte mal. Ich bring dir meine Schulterfinte bei. Die klappt immer. Achso, ich hab Full Life. Ah, sonst hätte ich ein Elixier genommen. Und mir ein neues geholt aus der Kiste. Okay, hier haben wir nochmal einen. Na. Du bist doch nicht der Meinung, dass du was gesehen hast? Oh, da kommt noch einer. Macht der noch Stopp? Ja. Okay, der ist oben drüber, ne? Ja. Er muss gehen und er müsste sich wegdrehen. Ich kann auch nicht sehen, wo er genau hinguckt, ne? Okay, wenn der andere wieder abhaut, dann pfeifen wir einmal und gucken mal, ob wir den vorlocken können. Der scheint sich auch nicht wegzudrehen, ne? Okay. Das war überhaupt nicht, wie ich das gedacht hatte. Verdammt. Okay, geh mal hier hin. Der wird das ja wahrscheinlich jetzt gleich sehen. Hey! Ich weiß nicht, wenn ich dich finde. Okay, aber er hat noch keinen Alarm gegeben. Okay. So, der Gang ist frei. Ich habe mir das eigentlich anders vorgestellt, aber ich habe es selber verkackt. Ich habe auch meinen Fehler gemerkt. So. Kommt ihr beide einmal ins Gefängnis? Ihr wart böse Buben. So. Geh in deinen Käfig. Du bist fein. Kann ich leider nicht zumachen. Hier noch irgendwas. Okay, eine Feder konnten wir mitnehmen. So, es waren jetzt nur die beiden hier im Gang. Drüber, drunter, Kiste. So, die Truhe wurde geplündert. Um Schreie zu hören. Aber hier ist doch der Innenhof, ne? So frech, dass ich da nicht hin durfte. Okay, 1, 2, 3, 4. Schade, dass meine Wurfmesser nicht beim ersten Mal killen. Will mal was ausprobieren. So, damit er denkt, dass es da vorne war. Oh Gott. Ich halte dich! Na komm!
Mist. Für die Würmer. Nein, warte doch mal. Oh, vom Parieren aufs Ausweichen da, ja. So, kann ich hier eine Tür öffnen? Nee. Möglicherweise war ich ein bisschen laut. Okay. So, erstmal einsammeln. 6 Dier haben, wichtig. So, komm mal her. Jetzt machen wir einen riesen Scheißhaufen. Die Scheißwachen hier, die Scheißhaufen, du Kacke. Ich frag mich, ob man hier auch so sneaky-peaky reingehen könnte. Ob manche Leute so gut sind, die gehen hier rein, töten nicht ein und werden nicht mal gesehen. Bestimmt so eine Leute, die so krass drauf sind. So. Ein riesiger Haufen Scheiße. Jetzt haben wir noch 2 Leute hier. Er ist so ein bisschen cocky, ne? Kann er durchs Tuch gucken? Oh, der Arme, was haben die mit ihm gemacht? Klar, Moment. So, warte. Ganz unauffällig. Okay, und... So, der macht ein Nickerchen. Er ist nur am Schlafen, der ist gar nicht tot. Der stellt sich tot, damit er nicht arbeiten muss. Irgendwas hier mitzunehmen? Okay. Ja, 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 du kannst ja winken. Ich kann mit dir nicht reden. Eben ging's noch. Wer hat dir das angetan? Ah. Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Er könnte von Ali sprechen, ne? Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. So, dich nehmen wir noch mit. So. Naja, beim Kuscheln runtergefallen, ne? Gut, wo muss ich denn jetzt hin? Hier war ein Auge. Jetzt muss ich nach da oben. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Hier war nur eine Treppe nach unten. Oder habe ich eine Tür übersehen? Cool, was ist das denn? Ah, hier hätten wir uns verstecken können zur Not. Genial. Hier? Nee. Nicht hier. Ich muss jetzt auf dieser Etage nach hinten. Aber die werden mich doch nicht hier den ganzen Weg lang schicken und dann muss ich wieder zurückgehen, oder? Wir haben halt hier noch einen Durchgang.
Hier kommen wir nirgendwo hoch, ne? Außer natürlich. Ah. Okay, wir haben einen hier vorne, einen da, der würde das gar nicht sehen, wenn wir den... Ich hätte nicht gedacht, dass Dämonen auf Erden wandeln. Oha. Ja, ausgerechnet, jetzt musst du dich umdrehen, mein Freund. Das will der Bürgermeister. Toll. Er wird es brechen. Das hat er bereits. Ausweichen! Ja. Nein! Ich krieg das vorhin, wenn ich jetzt wieder draußen bin. Ich bin nicht wieder draußen, oder? Okay. So. Okay, der guckt rüber, der guckt runter, der sitzt da einfach nur dumm rum. Genau jetzt. So, bevor der nämlich herguckt. Gib die Hoffnung nicht auf. Das will der Kerkermeister doch. Er will uns brechen. Ach, das hat er bereits. Ist das Ali? Okay, wir arbeiten uns mal rum. Muss ich da rein oder hier lang? So. Wunderbar. Gleich ein bisschen um die Ecke gezogen. So, das ist besser. Da ist eine Tür, die könnten wir vielleicht öffnen. So, außer ihm ist auch keiner mehr hier. Kann uns keiner mehr sehen. Schön. Dich nehmen wir gleich mal mit. So. Okay. Tür ist verschlossen. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Von euch hat keiner einen Schlüssel, oder? Hast du einen Schlüssel? Nee. Da ist eine Tür zum Öffnen, aber ich kann die erste Tür nicht öffnen. Auch verschlossen. Ja, ich probiere es jetzt mal nicht aus. Ich würde gern wissen, ob man die Türen auch zur Not kaputt machen kann. Also wir können hier runter, da kommen wir bestimmt zu Ali. Und hier... Hier können wir auch runtergehen. Das ist die Frage, ne? Wo haben wir weniger Gegenwehr? Okay, ich versuch mal. Also ich guck mal zumindest diesen Weg hier einmal an. Tür ist verschlossen. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Dann müssen wir diesen gruselig aussehenden Gang lang gehen. Okay. Ja, genau. Untertauchen. Angenommen, ich würde im Gefängnis verfolgt werden. Und ich sitze auf so einer Bank. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht gesehen werde? Hallo? Kennen wir uns? Suche ich euch? Scheinbar nicht.
Hier sitzt wer hinter. Nur mal den Riegel wegmachen, hört er das? Nee. Gut, welche Möglichkeiten haben wir noch? Da sitzt einer. Hier kommen wir sowieso nicht lang. So. Also es bleibt nur die Tür. Okay, der sitzt um die Ecke. Hier ist keiner. Oh, ich weiß ja nicht. Oh, irgendwie müsste man da oben auch reinkommen, ne? Oder täusche ich mich? Das ist bestimmt eine von den Türen, die wir nicht aufkriegen. So. Komm mal mit, mein Freund. Wo schmeißt man dich hin? Oh, ab in die Ecke mit dir. Schäm dich. Ein Wort zur Mäßigung. Wärter, seid umsichtig. Staatsfeinde sollen ihr Wissen nicht mit ins Grab nehmen. Doch ein jeder Schrei eines gefolterten Märtyrers ist ein Weckruf. Wir müssen ihre heimlichen Unterstützer auffinden. Nicht durch mutwillige Grausamkeit noch mehr von ihnen aus dem Schatten hervorrufen. Leitet in die Irre, wo ihr könnt. Seid wie Spitzel, die Augen des Kalifats. Lasst euch nicht vom Blutdurst blenden. Vergesst nicht, wem ihr eigentlich dient. Muhammad ibn Tahir. Muhammad ibn Tahir. Ach ja. Hier stinkt es nach Schweiß und Verzweiflung. Wie riecht ein Schweiß und Verzweiflung? Also Schweiß, klar, ja, Schweiß stinkt. Da kann ich noch nachvollziehen, aber Verzweiflung? Wie riecht denn Verzweiflung? Oh, der Tode hat noch einen Dirham gehabt. Ein Dirham. Aus dem Arsch deiner Mutter. Den finde ich ja gut. Woher kommt der? Aus dem Arsch deiner Mutter. Okay. Ist das unser Buddy, der da verhört wird? Oder immer noch nicht? Doch. Blau. Da ist nichts drin. Das scheint unser Kumpel zu sein. Oh, hier gibt es einen Keller unterm Keller. Einmal kurz luschern. Ist er echt der Einzige? Der wird von einer Wache beschützt. Oder bewacht? Hm, okay. Das war einfach. Also den Umständen entsprechend. Wer bist du? Basim, ein Freund Nurs. Sparen wir uns die Einzelheiten fürs Erste. Wir müssen dich hier rausbringen. Nicht so schnell, Azizi. Wir können nicht gehen, noch nicht. Ich muss in die Kammer der Wache. Weswegen? Du hast es auf El-Khul abgesehen, oder? Die Wachen dieses Gefängnisses dienen ihm. Sie bringen abwechselnd Gruppen von Gefangenen im Schutz der Nacht zu Grabungsstätten. Wenn wir ihre Befehle finden, wissen wir vielleicht, wo El-Khul als nächstes hin will. Ist das Grund genug für dich? Bleib dicht bei mir. Halt dich bedeckt und mach nicht... Ach komm, Basim. Ich kann mich verteidigen. Ach ja? Und womit? Versuchen wir uns nicht in die Quere zu kommen. Ziemlich arrogant dafür, dass ich seinen Arsch gerettet habe.
Sag mir, Basim, denn ich muss es wissen. Wie hast du es hier herunter geschafft? Ganz leicht. Hab den Bauch eingezogen und bin durch die Ritzen geschlüpft. Sieh es also in dein Gesicht! Ich weiß, dass deinesgleichen gern im Dunkeln herumtollt. Doch selbst der beste Dieb der Welt würde sich von diesem Gefängnis fernhalten. Eines Tages erzähle ich dir von meiner Vergangenheit. Dann wirst du es verstehen. Du machst es spannend. In dein Gesicht. So sind wir hier reingekommen. Wir haben Bauch eingezogen. Aber jetzt setze ich noch einen oben drauf. Das war ein Kinderspiel. First try. Okay. Ja, manchmal hat man halt ein bisschen Pech, ne? Aber ich bin schon erstaunt, dass wir überhaupt ins Gefängnis wieder reingekommen sind, ohne den nötigen Spielstand. Also, dass wir als Außenstehende wieder reinkamen. Okay, das haben wir schon gelesen. Ich weiß gar nicht, wir haben ja so viel weggemacht, ne? Also viel dürfte hier eigentlich nicht kommen. So, ihr seid frei, Kollegen. Nutzt das. Einmal kurz untertauchen. Okay, verstecken. So, wir müssen hoch. Ah, jetzt gehen wir bestimmt die Tür, die ich eben nicht öffnen konnte. Ja. Was ist das hier? Kerker, aber man kann es ja trotzdem aufmachen. Komme ich von hier? Warte mal. Ist hier noch ein geheimer Gang irgendwo? Nee. Die kann ich trotzdem nicht öffnen. Die Wachkammer ist hinter dieser Tür. Bist du doof? Halt doch mal einen Sabbel. Oh oh. Halt die Tür zu! Wir haben nicht viel Zeit. Brecht sie auf! Oh nein, jetzt muss ich wieder kämpfen, ne? Ich hab's gehört! Da drüben, bei der Rüstung! Beeilung! Ich muss höchstwahrscheinlich eine Taste umlegen. Meiner Meisterin. Sie ist bei deinen Leuten an der Wassermühle. Ich halte die Wachen auf. Geh jetzt! Okay. Das wäre wieder ein Moment zum Ausweichen gewesen. Ausweichen. Ich komme hier schon wieder nicht raus. Das gibt's nicht. Ich hänge hier schon wieder fest. Hallo. Ja, will ich auch gar nicht. Ich will... Nein, 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 nein. Ich habe keine Ausdauer mehr. Habe ich ihn vergessen? Hätte ich ihn noch mitnehmen müssen? Du Fuße, sonst wirst du erlast. Sind weit auf der Suche nach mir. Bis sich das ändert, sollte ich nicht zu Ali stoßen. Das wäre zu gewagt. Boah, jetzt brauche ich aber ein Elixier. Oder Essen. Schon mal ein bisschen. Ich hing wieder fest, aber ich finde dieses Ausweichen, die Taste ist so blöd. Ich habe so eine... Das passt einfach von meinen Händen nicht. Ausweichen müsste ich mal umlegen. So, aber wir haben es diesmal geschafft, ne? Schön. Ich wollte gerade lesen. Ich dachte so ein bisschen Bildung. Das würde uns jetzt gut tun. Wieso springst du denn da rein? Komm doch raus. Entferne Steckbriefe. Alles klar.
Schlecht getroffen. Oh, was ein hässliches Foto von mir. So ein Schnappschuss, weil da habe ich auch gar nicht, ich war nicht drauf vorbereitet, ob das auf dem Pinsel. Find die Phantomzeichner hier beeindruckend, ne? So, du hast Mist gebaut und innerhalb von 10 Sekunden haben die 200 Blätter bemalt, per Hand, und in der Stadt verteilt. Ist hier noch Essen? Nee, ne? Okay, zwei brauchen wir noch. Einen haben wir hier. Lieber verborgen bleiben. Ah, hier gibt's nichts zu sehen. Nee, ihr Schafe. Nee, Monali bezahle ich jetzt nicht. Wir haben nur noch ein Bild zu finden. Was kann ich? Ich glaube, die sind gar nicht in so einem großen Radius, wie ich immer denke. Erkennen die mich noch, wenn ich hier lang gehe? Nee. Guck mal, dann machen wir doch den einen hier auch noch. Das bin nur nicht ich. Ganz andere Klamotten an. Ich habe lang genug gewartet. Nee, das passt gar nicht. Und sehen, was wir über El-Hul erfahren können. Doch das Fleisch zerplatzt. Schön, dich zu sehen. Willkommen, willkommen. Hi. Was gibt es heute bei dir? Vieles ist frisch reingekommen. Frischer Fisch. Das rechte Handwerkszeug. Verkauf. Köcher ist voll, Köcher ist voll. Ist hier noch eine Verbesserung deiner Ausrüstung? Was kannst du denn verbessern? Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Gar nichts. War das alles? Ja. Auf ein andermal. Beehre uns wieder. Ja, sehr gerne. Was machst denn du nach Feierabend? Ah, Töpfern. Okay. Na gut, man kann ja mal fragen, ne? Cool. So, Flugblätter abgerissen, Ali aus dem Knast befreit. Oh, hier ist die Schweinebande, die ich gebraucht hätte. Die Feuerschleuder, die Miskerle. Well hat. Aber die würden dann wahrscheinlich nur die da angreifen, ne? 30 Ellen Entfernung die Hälfte meiner Zehen weggebrannt. Hey, hab ich dich schon gefragt? Die Hälfte seiner Zehen ist weggebrannt. So, dann wollen wir doch mal schauen, was Ali uns noch so Neues zu erzählen hat. Und ob der Typ von der Schmiede jetzt eigentlich mal mit uns redet. Kommen wir an dem vorbei? Wir sollen... Das ist aber weit weg. Da gehen wir erst zur Schmiede. Das ist ein bisschen zu weit. Läuft da einfach so ein Esel rum. Und ein Tier ist hier auch gerade vorbeigekommen. Ja. Also wenn ich die armen Leute hier beklaue, komme ich mir irgendwie gar nicht schlecht vor. Eher wie ein Held. Ich meine, ich habe noch weniger Geld als die, ne? Die haben zumindest einen Job. Was habe ich schon? Ich habe nicht mal feste Arbeit, wenn man es so nimmt. Ich fühle mich schon gut. Denn ich nehme es von den Reichen und gebe es mir. Als Armen. Also bin ich ein Held, wie Robin Hood. So. Oh, nee, ah. Ich dachte, die Blumen wären Bären. Rar. Ich bin Grizzlybär. Du Bruder, spar dir dein Gedicht. Ich glaube nicht, dass sie ans Fenster kommt. Armer Kerl. Armer Trott. Armes Ich. Ich fühle mich schon ein bisschen besser. Ein Smaragdring. So, ich wollte ja zur Schmiede. Ach Gott. Ich lasse mich schon wieder ablenken.
Aber ich weiß jetzt, wie wir unser Kamel holen. Oh, cool, das versuche ich nochmal. Warte. Hey, du hast keinen umgelaufen. Oh, tut mir leid. Ah, kleinen Moment. Jetzt nicht nachlässig werden. Das war nie wirklich deine Berufung. Schade. So, die Aufständischen sind bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ja, aber mein Schmied ist irgendwo hier. Seid ihr Schmiede? Irgendein Schmied hier? Bist du Schmied? Ach, tut mir leid. Ich wollte wirklich nicht stören. So. Einen kleinen Haps. Ah! Ich grüße dich. Sei willkommen, Said. Nämlich nicht Sahib. Schauen wir mal, was du hast. Sieh dich um. Ist aber auch gleichgültig, ne? Wir können verbessern. Monturen zu verbessern schaltet neue Vorteilseffekte frei, während das Verbessern von Waffen ihre Werte erhöht. Okay. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Ja, ist gut. Nehmen wir doch einmal. Wieso? Ich kann deine Klinge verbessern. Reicht nicht. Ja, aber sonst immerhin, ne? Etwas? Ich gehe dann mal. Bis bald. Ich denke nicht. So. Denn auf zur Mühle.